Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reveal Rabbit und heute eine sehr, sehr frühe Folge, denn es ist 3.44 Uhr in der Nacht noch. Ich denke, ihr könnt sehen, dass ich noch relativ verpennt aussehe. Hab bis vor einer halben Stunde auch noch geschlafen, um ehrlich zu sein. Aber egal, ihr kennt das wahrscheinlich schon von mir. Wenn ich so früh aufstehe, dann geht's erstmal irgendwo hin mit dem Auto sehr weit weg. Und genau das machen wir heute. Ich wurde von DJI zum Create Control Event nach Berlin eingeladen. Das ist ein Launch Event, wo zwei neue Produkte vorgestellt werden. Ich denke, ihr wisst es mittlerweile, denn das Video kommt ein wenig später, als der Launch selbst war. Aber ich werde jetzt noch nicht verraten, um was es genau geht. Zwei neue Produkte sind das kann ich sagen. Die werden dann in Berlin am Event Island vorgestellt. Das ist ja so eine Art Event-Insel, wenn man das so nennen kann. Sieht von oben richtig geil aus. Mal schauen, ob ich irgendwie einen Shot hinbekomme oder sowas. Aber ich dachte mir, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und vielleicht kriegen wir ja die ganz, ganz neuen DJI-Produkte zu Gesicht. Und die zeige ich dann natürlich hier. Ich finde es ja mega krass, dass ich überhaupt berücksichtigt worden bin bei der Einladung. Normalerweise sind da Leute von der Bild und so weiter vor Ort. Es wird nur ein kleiner Kreis sein mit circa 40 Leuten und dann natürlich auch Reveal Rabbit am Start. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass es mit dem Kanal in die richtige Richtung geht. Also leicht aufgeregt bin ich auch. Meine größte Sorge ist es, dass wir gut ankommen. Da sind ja fast 5,5 Stunden Fahrt, die ich gleich haben werde und draußen ist es sehr kalt und ich habe einen Heckantrieb, also glatt darf es jetzt nicht werden. Aber ich denke, es sollte ohne Probleme gehen. Ich habe auch vor, nach dem Event wieder nach Hause zu fahren, also ich habe ca. 1100 Kilometer heute am Abend zurückgelegt, wenn ich dann wieder hier bin. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt einmal und fahren los. Die Zeit rennt, wir wollen pünktlich sein. Das ist, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein Kamerawagen oder sowas. Kennt ihr das, wenn irgendwelche Filme gemacht werden, wo viele Autos rumfahren? Aber okay, wir sind jetzt schon fast 400 Kilometer gefahren und weit ist es nicht mehr bis Berlin. Wir haben natürlich auch Glück gehabt. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, dankeschön. So lässt man sich doch gerne beim Film stören. Oh, mit Zucker sogar, dankeschön. Was ich sagen wollte, Moment, erstmal Kaffee abstellen. Wir haben heute richtig Pech, weil Obama anscheinend heute auch nach Berlin kommt. Ich habe es einmal im Fernsehen gesehen, wie blockiert oder zu gesperrt die Stadt sein kann. Also ich hoffe, das erwartet uns heute nicht. Wenn doch, wir sind 1,5 Stunden früher dran, als das Event anfängt. Deswegen kommen wir wahrscheinlich noch durch. Und wir sagen, wir fahren jetzt weiter. Wir sind jetzt pünktlich hier auf dem Event Island in Berlin angekommen. Ich hoffe, ihr hört das Flugzeug gerade nicht über uns starten die ganze Zeit welche. Aber es ist so neblig, man sieht die Dinger nicht. Schaut mal nach oben. Das Wetter hat sich kaum verändert. Es kommen immer mehr Autos hier an. Wir sind zum Glück pünktlich angekommen, trotz Stau. Also das 1,5 Stunden früher losfahren hat sich gelohnt. Wir sind überall schon so DJI-Banner aufgestellt. Und ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Wir gehen gleich zusammen rein. The only thing we changed is a small spring. So the small spring you can find here down the propellers. So it helps to give you more safety. Before we start, we will talk a bit about the different controllers. So we have two controllers. This is the built-in controller. It comes with an Android tablet, 5.5 inch. It has a 16 gigabyte internal capacity, SD card, and what I find really cool is it has a microphone. So for example, if you want to do a training video or video recording, live recording, you can speak inside the built-in display on the microphone when you are ready, when you are flying with the product. So it gives you a bit more of an advantage than with the normal tablet. But we're going to fly with our Android tablet.
Maybe some more details about the display. This has 1000 nits, so compare it to an iPhone 6. An iPhone 6 only has 500, gives you a better view, especially in low light situation. And I guess we are ready to take off. So the first thing we want to demonstrate you is the obstacle avoidance system. You know it from the Phantom 4. So also with the Phantom 4 Pro, we have obstacle avoidance system in the front. Also, you can see here on the display that it's reacting. So the little yellow ones, you see restricted area, red light, so you know it is working. Now we will turn the drone because we have integrated also the rear obstacle avoidance system. Ich konnte mir jetzt den neuen Phantom 4 mal schnappen und ein kleines Hands-on hier an der Seite drehen. Verzeiht mir das schlechte Licht, aber okay. Auf den ersten Blick sieht der P4 genauso aus wie der alte, bis auf ein paar kleine Features, die endlich hier Einzug gehalten haben. Und das ist das Gleiche, was man hier vorne sieht. Das sind die Sensoren, die zur Hinderniserkennung dienen. Die haben wir jetzt endlich auch auf der Rückseite. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Ich hatte damals erzählt, was würde ich mir bei der P4 oder beim Nachfolger des P4s wohl eher wünschen. Ich habe gesagt, eine Hinderniserkennung auch nach hinten raus und das Ganze aber auch hier an den Seiten. Auf der linken natürlich, genauso wie auf der rechten Seite haben wir eine Infraroterkennung und diese funktioniert bis zu einer Reichweite von 7 bis 8 Metern. Wenn wir jetzt zur Kamera kommen, diese wurde auch verändert und hier endlich 4K und 60 Bilder die Sekunde. Damit könnt ihr dann endlich 4K Slow-Motion-Aufnahmen machen, ohne großes Geruckel. Natürlich wären mehr Frames per Second besser, aber das ist doch schon mal ein guter Anfang weg von den maximal 30 FPS. Da bin ich auch sehr gespannt. Ansonsten ist der Sensor 1 Zoll groß und bietet 20 Megapixel und hat einen mechanischen Auslöser. Die Propeller sind die gleichen geblieben, also wenn ihr euren P4 updaten wollt, auch der Akku ist der gleiche, obwohl 30 Minuten Flugzeit jetzt möglich sind. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das Ganze denn jetzt geregelt worden ist, denn der Akku ist nicht stärker geworden. Ihr könnt ganz einfach eure alten P4 Akkus hier drin verbauen und das ist doch schon mal sehr positiv. Das ist der Controller des DJI Phantom 4 Pro Plus. Man erkennt sofort, dass hier ein Screen schon verbaut ist. Dieser Screen soll sehr leuchtstark sein, bis zu 1000 Nits. Das soll deutlich leuchtstärker sein als ein iPhone zum Beispiel. Die Phantom 3 und 4 Piloten unter euch wissen, was ich meine. Sobald man rausgegangen ist und die Sonne scheint auf den Screen, man erkennt so gut wie nichts mehr und das soll hier mit diesem sehr, sehr leuchtstarken Screen behoben sein. Ansonsten wurde auch die Reichweite zwischen Controller und dem P4 verbessert worden sein. Wir haben jetzt eine Reichweite von 7 Kilometer. Ich weiß nicht, wer es braucht, aber okay, es ist möglich. Also ähnlich wie beim Mavic Pro. Wenn wir den Controller jetzt drehen, auf der Rückseite haben wir einen HDMI-Ausgang. Das war beim normalen P4 auch
auch nicht so. Beim Inspire gab es natürlich schon einen. Und hier ist noch ein Micro-SD-Karten-Slot. Und deswegen auch die Möglichkeit, von der Speicherkarte auf das Gerät zu teilen oder ins Internet in dem Fall. Ich habe mir jetzt die Inspire 2 zur Seite geholt und die Verarbeitung ist deutlich besser geworden. Ich habe ja die Inspire 1 zu Hause. Diese ganzen Gelenke und so weiter fassen sich deutlich besser an, weil sie schön matt und robust sind oder sich zumindest so anfühlen. Die Motoren sehen sehr mächtig aus, aber die größten Neuerungen sind zum Beispiel hier auf der Vorderseite die Sensoren. Zum einen haben wir Hinderniserkennung, wie beim P4 auch. Und zum anderen diese kleine Kamera hier, die ist in zwei Achsen stabilisiert. Wir haben die Möglichkeit, den Kopter zu zweit zu steuern. Sprich, der eine fliegt, der andere steuert die Kamera. Und wenn der Kameramann jetzt das Gimbal-System weggeneigt hat, dann hat der Pilot genauso wenig gesehen wie der Kameramann selbst. Also nur das Motiv, was geshootet worden ist. Und dann ist es vorgekommen, dass der Pilot auf einmal verwirrt war, gegen einen Baum geflogen ist. Und diese Kamera dient ausschließlich zum Fliegen. Sprich, der Pilot sieht immer vorwärts, wohin er fliegt und die Kamera kann rumfilmen, wie sie möchte und man verliert nicht die Orientierung. Wir gehen das Ganze natürlich nur oberflächlich durch, weil das ein Hands-on ist. Wir haben hier auf der Rückseite den Akku oder besser gesagt die Akkus, sind zwei Stück links und rechts, soll bis zu 30 Minuten Flugzeit garantieren. Das war so ein kleiner Nachteil bei der Inspire 1, bis man zum Beispiel den Spot gefunden hat, die Blende und Schärfe und sonstiges eingestellt hat, zumindest bei der Pro, weil die unheimlich viel Akku gesaugt hat, dann hatten wir vielleicht nur noch 10 Minuten Restflugzeit, um unseren Shot zu filmen. Und hier zwei Akkus, die bis zu 30 Minuten lang arbeiten können. Und diese Akkus sind auch wärmegedämmt. Das ist der Vorteil. Sprich, wenn es draußen richtig kalt ist, so wie jetzt im Winter, unterkühlen diese Akkus nicht und ihr könnt selbst im Schnee damit fliegen und arbeiten. Was auch noch neu hinzugekommen ist, sind Infrarotsensoren auf der Oberseite des Kopters. Sprich, wenn ihr jetzt in eine Halle fliegt, so wie hier, bei der Präsi eben, erkennt der Kopter nach oben hin, oh, da ist Decke, höher fliege ich nicht. Das ist früher auch vorgekommen, dass man zu hoch geflogen ist und einfach die Decke gecrashed hat. Auf jeden Fall hier auch nochmal eine Besserung in Richtung Sicherheit. Die Inspire 1 Piloten unter euch wissen, dass wenn ihr zum Beispiel die Inspire 1 damals in den Transportmodus bringen wolltet, dann musste sie sich flach hinstellen, damit das Teil in den Koffer passt. Ihr musstet am Controller mehrmals einen Hebel bedienen und dann ist die langsam in den Transportmodus gefahren. Und hier macht ihr das Ganze einfach auf den Anknopf hier oben auch mehrmals betätigen. Ich meine, 5-mal oder sowas waren das. Und dann fährt der Inspire automatisch in den Parkmodus. Ihr könnt ihn in den Koffer packen und mitnehmen. Ich schweife nicht zu weit aus, denn hier gibt es noch viel mehr Erneuerungen, wie die Chips, die hier verbaut worden sind, was für Bildformate jetzt möglich sind, 4K und 60 Bilder die Sekunde und so weiter, ähnlich wie beim neuen P4 natürlich. Und deswegen hoffe ich, dass ich irgendwann dieses gute Stück mal unter die Finger bekomme, um ein vollwertiges Review für euch zu filmen.